Afrika als Kontinent der Chancen für Austausch und Hochschulkooperation am Beispiel Kenia. Mein Name ist Beate Schindler-Kovac, ich leite das DAD-Regionalbüro in Nairobi. Warum Kenia als Partnerland? Es gibt in Kenia eine lange Tradition, im Ausland zu studieren und forschen. Allen voran in angelsächsischen Ländern. Zunehmend wird aber auch Europa und Deutschland als Studien- und Forschungsstandort als attraktiv wahrgenommen. Das liegt zum einen natürlich an den Förderprogrammen, nicht zuletzt der EU, aber auch an den langjährig guten akademischen Beziehungen, wodurch Alumni und Multiplikatoren durch Mund-zu-Mund-Propaganda für das Studium in Deutschland werben. Sehr gute Englischkenntnisse bringen Kenianerinnen und Kenianer aus der Schule mit. Auch Deutsch wird zunehmend als Fremdsprache an Schulen angeboten. Es gibt eine deutsche Schule und es gibt mehrere Passschulen. Für deutsche Hochschulpartner bietet Kenia gute Kooperationen im Forschungsbereich. Es gibt eine interessante, attraktive Forschungslandschaft mit Forschungsinstituten auf sehr gutem Niveau. Und allen voran gibt es ein großes Potenzial für Capacity-Building-Maßnahmen. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist auch in den nächsten Jahren mit einem großen Zuwachs an Hochschulen zu rechnen. Und dieser Bildungsnotstand kann auch nicht alleine vom Land bewältigt werden. Bereits jetzt bekommen nur 50% der Sekundarschulabsolventen mit Qualifikation zum Hochschulzugang einen subventionierten Studienplatz an einer staatlichen Hochschule in Kenia zugewiesen. Der Hochschulzugang in Kenia wird durch eine zentrale Vergabestelle vergeben. Das ist ein großer Druck, der da entsteht, und diese zentrale Vergabestelle ist auch immer wieder unter Korruptionsverdacht. Hier studieren die Studierenden eben in zugeteilten Fächern, nicht nach Neigung, weshalb es einen großen Boom auch gibt an privaten Hochschulen, wo Studierende in Kenia studieren können, was sie möchten, auch die Fächer, die sie besonders bevorzugen. Da liegen aber auch große Chancen für das Auslandsstudium, insbesondere mit Deutschland, wo eben das Studium kostenfrei ist und so besonders attraktiv auch für den Hochschulzugang in Deutschland. Austausch und Kooperationen mit Kenia. Fast alle großen internationalen Förderer wie Weltbank und auch große Stiftungen, aber auch Ministerien und ganze Länder haben die Subsahara-Afrika-Länder in den Fokus und in die Strategie ihrer Bildungspläne aufgenommen. Daraus resultieren ein großes Förderangebot mit vielfältigen Projekten, Maßnahmen, Stipendienprogrammen, mit einem starken Akzent auf Beschäftigungsfähigkeit. Das Thema Jugendarbeitslosigkeit ist das zentrale Thema, was man versucht, auch mit anwendungsorientierten Programmen und Förderungen, zum Beispiel mit dem Fachhochschulmodell, das aus Deutschland als Exportschlager auch hier wahrgenommen wird, zu begegnen. Auch der Entwicklungsplan Kenias, Vision 2030, sieht den Fokus auf die Natur- und Ingenieurwissenschaften. Technologie und auch IT sind die Themen, mit denen man hofft, die Beschäftigungsfähigkeit zu erreichen und eben auch Kooperationen mit internationalen Partnern zu gewinnen. Ein interessanter und wichtiger Punkt ist auch die regionale Vernetzung, insbesondere im ostafrikanischen Raum. Da arbeiten Länder und Partner, Hochschulen eng zusammen. Der DAD ist mit einem großen Stipendienprogramm, dem Surplus- und Drittlandprogramm, das Mobilität von Studierenden in der Region fördert, aber eben auch Capacity Building für die Hochschulen bedeutet. Tipps für das Marketing. In fast allen ostafrikanischen Ländern gibt es Bildungsmessen mit internationaler und regionaler Beteiligung. Zunehmend jetzt auch virtuelle Formate, die eben auch Möglichkeiten geben, internationalen Partnern ihre Angebote, aber auch Kooperationen zu präsentieren. Social Media und IT-Kampagnen werden sehr stark genutzt.
Bis in die letzte Landesecke gibt es IT-Vernetzung, sodass also jeder per Smartphone und per App auch verbunden werden kann und auch deshalb virtuelle Formate sehr stark genutzt werden. Zunehmend gibt es eben auch das Interesse der Mittelschicht, in ein Auslandsstudium mit eigenen Mitteln zu investieren, die Qualität der regionalen und lokalen privaten Angebote sind mindestens genauso teuer wie ein Studium zum Beispiel in Deutschland, sodass man also da durchaus attraktive Rekrutierungsmöglichkeiten hat. Wie gesagt, Alumni und Multiplikatoren sind wichtige Türöffner und tragen zum guten Ruf der deutschen Hochschulen bei. Entwicklung von anwendungsorientierten Studienprogrammen, insbesondere mit Anbindung an Industrie, sind besonders attraktiv auch für Partner aus der Arbeitswelt. Und dabei ist die Beobachtung, dass kleinere, jüngere Hochschulen hier meist offener und kooperationsfreudiger sind, eben auch was Reformen angeht, flexibler und engagierter. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick und einen Vorgeschmack zu Kooperationen und Austausch mit Kenia und Ostafrika geben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie das DAD-Regionalbüro auf den verschiedenen Kanälen besuchen, über Facebook, auf der Webseite oder persönlich Kontakt zu uns suchen. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Vielen Dank.